Der Richter und sein Henker. Ein Roman von Friedrich Dürrenmatt. Gesprochen von Gerhard Dongus. Nach einer halben Stunde ging er in den Korridor und suchte seine Taschenlampe. Er telefonierte Chance, er solle kommen. Dann vertauschte er die zerstörte Sicherung mit einer neuen. Das Licht brannte wieder. Erlach setzte sich in seinen Lehnstuhl, horchte in die Nacht. Ein Wagen fuhr draußen vor, bremste jäh. Wieder ging die Haustüre. Wieder hörte er einen Schritt. Chance betrat den Raum. »Man versuchte mich zu töten«, sagte der Kommissär. Chance war bleich. Er trug keinen Hut, die Haare hingen ihm wirr in die Stirne, und unter dem Wintermantel kam das Pyjama hervor. Sie gingen zusammen ins Schlafzimmer. Chance zog das Messer aus der Wand, mühselig, denn es hatte sich tief in das Holz eingegraben. »Mit dem?« fragte er. »Mit dem, Chance.« Der junge Polizist besah sich die zersplitterte Scheibe. »Sie haben ins Fenster hineingeschossen, Kommissär?« fragte er verwundert. Erlach erzählte ihm alles. »Das Beste, was Sie tun konnten«, brummte der andere. Sie gingen in den Korridor und Chance hob die Glühbirne vom Boden. »Schlau«, meinte er, nicht ohne Bewunderung, und legte sie wieder weg. Dann gingen sie in die Bibliothek zurück. Der Alte streckte sich auf den Divan, zog die Decke über sich, lag da, hilflos, plötzlich uralt und wie zerfallen. Chance hielt immer noch das Schlangenmesser in der Hand. Er fragte, »Konnten Sie den Einbrecher nicht erkennen?« »Nein, er war vorsichtig und zog sich schnell zurück. Ich konnte nur einmal sehen, dass er braune Lederhandschuhe trug.« »Das ist wenig. Das ist nichts.« »Aber wenn ich ihn auch nicht sah, kaum seinen Atem hörte, ich weiß, wer es gewesen ist. Ich weiß es. Ich weiß es.« Das alles sagte der Alte fast unhörbar. Chance wog in seiner Hand das Messer, blickte auf die graue, liegende Gestalt, auf diesen alten, müden Mann, auf diese Hände, die neben dem zerbrechlichen Leib wie verwelkte Blumen neben einem Toten lagen. Dann sah er des Liegenden Blick. Ruhig, undurchdringlich und klar waren Berlachs Augen auf ihn gerichtet. Chance legte das Messer auf den Schreibtisch. »Morgen müssen Sie nach Grindelwald. Sie sind krank. Oder wollen Sie lieber doch nicht gehen? Es ist vielleicht nicht das Richtige, die Höhe. Es ist nun dort Winter.« »Doch, ich gehe. Dann müssen Sie noch etwas schlafen. Soll ich bei Ihnen wachen?« »Nein, geh nur, Chance«, sagte der Kommissär. »Gute Nacht«, sagte Chance und ging langsam hinaus. Der Alte antwortete nicht mehr, er schien schon zu schlafen. Chance öffnete die Haustüre, trat hinaus, schloss sie wieder. Langsam ging er die wenigen Schritte bis zur Straße, schloss auch die Gartentüre, die offen war. Dann kehrte er sich gegen das Haus zurück. Es war immer noch finstere Nacht. Alle Dinge waren verloren in dieser Dunkelheit. Auch die Häuser nebenan. Nur weit oben brannte eine Straßenlampe. Ein verlorener Stern in einer düsteren Finsternis, voll von Traurigkeit. Voll vom Rauschen des Flusses. Chance stand da und plötzlich stieß er einen leisen Fluch aus. Sein Fuß stieß die Gartentüre wieder auf. Entschlossen schritt er über den Gartenweg bis zur Haustüre, den Weg, den er gegangen war, noch einmal zurückgehend. Er ergriff die Falle und drückte sie nieder. Aber die Haustüre war jetzt verschlossen. Berlach erhob sich um 6, ohne geschlafen zu haben. Es war Sonntag. Der Alte wusch sich, legte auch andere Kleider an. Dann telefonierte er einem Taxi. Essen wollte er im Speisewagen. Er nahm den warmen Wintermantel und verließ die Wohnung, trat in den grauen Morgen hinaus. Doch trug er keinen Koffer bei sich. Der Himmel war klar. Ein verbummelter Student wankte vorbei, nach Bier stinkend, grüßte. »Der Blaser«, dachte Berlach, »schon zum zweiten Mal durchs Physikum gefallen, der arme Kerl. Da fängt man an zu saufen.« Das Taxi fuhr heran, hielt. Es war ein großer amerikanischer Wagen. Der Chauffeur hatte den Kragen hochgeschlagen. Berlach sah kaum die Augen. Der Chauffeur öffnete.
Bahnhof, sagte Berlach und stieg ein. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Nun, sagte eine Stimme neben ihm, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Berlach wandte den Kopf. In der anderen Ecke saß Gastmann. Er war in einem hellen Regenmantel und hielt die Arme verschränkt. Die Hände steckten in braunen Lederhandschuhen. So saß er da wie ein alter spöttischer Bauer. Vorne wandte der Chauffeur sein Gesicht nach hinten, grinste. Der Kragen war jetzt nicht mehr hochgeschlagen. Es war einer der Diener. Berlach begriff, dass er in eine Falle gegangen war. »Was willst du wieder von mir?« fragte der Alte. »Du spürst mir immer noch nach. Du warst beim Schriftsteller«, sagte der in der Ecke, und seine Stimme klang drohend. »Das ist mein Beruf.« Der andere ließ kein Auge von ihm. »Es ist noch jeder umgekommen, der sich mit mir beschäftigt hat, Berlach.« Der vorne fuhr wie der Teufel den Aargauer Stalden hinauf. »Ich lebe noch.« »Und ich habe mich immer mit dir beschäftigt«, antwortete der Kommissär gelassen. Die beiden schwiegen. Der Chauffeur fuhr in rasender Geschwindigkeit gegen den Viktoriaplatz. Ein alter Mann humpelte über die Straße und konnte sich nur mit Mühe retten. »Gebt doch Acht«, sagte Berlach ärgerlich. »Fahr schneller«, rief Gastmann schneidend und musterte den Alten spöttisch. »Ich liebe die Schnelligkeit der Maschinen.« Der Kommissar fröstelte. Er liebte die luftleeren Räume nicht. Sie rasten über die Brücke an einem Tram vorbei und näherten sich über das silberne Band des Flusses tief unter ihnen pfeilschnell der Stadt, die sich ihnen willig öffnete. Die Gassen waren noch öde und verlassen, der Himmel über der Stadt gläsern. »Ich rate dir, das Spiel aufzugeben. Es wäre Zeit, deine Niederlage einzusehen«, sagte Gastmann und stopfte seine Pfeife. Der Alte sah nach den dunklen Wölbungen der Lauben, an denen sie vorüberfuhren, nach den schattenhaften Gestalten zweier Polizisten, die vor der Buchhandlung lang standen. Geißbühler und Zumsteg, dachte er, und dann, den Fontane sollte ich doch endlich einmal zahlen. »Unser Spiel«, antwortete er endlich, »können wir nicht aufgeben. Du bist in jener Nacht in der Türkei schuldig geworden, weil du die Wette geboten hast, Gastmann. Und ich, weil ich sie angenommen habe.« Sie fuhren am Bundeshaus vorbei. »Du glaubst immer noch, ich hätte den Schmied getötet?« fragte der andere. »Ich habe keinen Augenblick daran geglaubt«, antwortete der Alte und fuhr dann fort, gleichgültig zusehend, wie der andere seine Pfeife in Brand steckte. »Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen, die du begangen hast. Nun werde ich dich eben dessen überführen, das du nicht begangen hast.« Gastmann schaute den Kommissär prüfend an. »Auf diese Möglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen«, sagte er. »Ich werde mich vorsehen müssen.« Der Kommissär schwieg. »Vielleicht bist du ein gefährlicherer Bursche, als ich dachte, alter Mann«, meinte Gastmann in seiner Ecke nachdenklich. Der Wagen hielt. Sie waren am Bahnhof. »Es ist das letzte Mal, dass ich mit dir rede, Berlach«, sagte Gastmann. »Das nächste Mal werde ich dich töten. Gesetzt, dass du deine Operation überstehst.« »Du irrst dich«, sagte Berlach, der auf dem morgendlichen Platz stand, alt und leicht frierend. »Du wirst mich nicht töten. Ich bin der Einzige, der dich kennt. Und so bin ich auch der Einzige, der dich richten kann.« »Ich habe dich gerichtet, Gastmann. Ich habe dich zum Tode verurteilt.« »Du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben. Der Henker, den ich ausersehen habe, wird heute zu dir kommen. Er wird dich töten, denn das muss nun eben einmal in Gottes Namen getan werden.« Gastmann zuckte zusammen und starrte den Alten verwundert an, doch dieser ging in den Bahnhof hinein, die Hände im Mantel vergraben, ohne sich umzukehren. Hinein in das dunkle Gebäude, das sich langsam mit Menschen füllte. »Du Narr!« schrie Gastmann nun plötzlich dem Kommissär nach, so laut, dass sich einige Passanten umdrehten. »Du Narr!« Doch Berlach war nicht mehr zu sehen.